So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Und wir machen heute weiter mit dem Treffen mit Professor Weasley im Unterrichtsraum für Verwandlung. Das, was unten links gerade steht. Und wir gucken mal, was der überhaupt von uns so möchte. Weasley nach dem Unterricht. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Sah ein bisschen aus wie Dobby. Jupp, da bin ich. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Nein. Aber nein, Professor. Aha. Als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Bitte was? Ich bin wirklich nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die finden Sie schon. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Ach, jetzt dürfen wir der Hogsmeade. Sie sind gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Mit was? Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Cool. Hat er nur eine Zweigstelle eröffnet? Ich dachte, das wäre jetzt extra nur für uns, weil wir erst im Spiel eingestiegen sind erst. Aber cool. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Okay. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Cool. Dann gehen wir mal Hogsmeade. Von hier aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Nein, ich will alleine gehen. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Dann nehme ich Natti mit, natürlich. Klar, weibliche Begleitung und so. Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Ja. Rookwood ist tatsächlich auch einer von denen gewesen, die sich damals, als von Voldemort aufgetaucht ist, durch ihn angeschlossen. Also Todesser quasi. Ein zukünftiger Todesser.
So, sprich mit Professor Ronan, um deine erste Hausaufgabe zu erhalten. Aufgaben sind Aufträge, die dir von Hogwarts-Professoren gegeben werden und dich mit neuen Zaubersprüchen belohnen, wenn du sie erfüllst. Die Belohnung für den Abschluss deiner ersten Aufgabe ist der Wiederherstellungszauber Reparo, den du für andere Aufträge benötigst. Du kannst die Aufgaben und ihre Fortschritte mal anschauen, auf das Menü in deinem Handbuch einsehen. Das machen wir aber nicht jetzt. Wir holen uns erstmal unseren eigenen Zauberstab. Wir machen sie mich jetzt erstmal auf nach Hogsmeade. Wenn ich dann darf. So, ich möchte mich aber jetzt nicht bei Professor Dings melden, sondern ich möchte mich eigentlich jetzt in Hogsmeade begeben. Und zwar tatsächlich dann mal zu Ollivander. Wenn ich das dann mal darf. Endlich. Oder ist die Tür... Wir haben jetzt noch keinen wirklichen... Warte mal. Da geht's doch lang. Oder? Ich will mich jetzt nicht zum Professor... Ronan, ich möchte gern, wie gesagt, einen Zauberstab holen. Ein Flohnetzwerk. Darf ich jetzt nicht, oder? Oder was? Manchmal ist das doch ein bisschen verwirrend, dass er mich jetzt hier gerade, dass er mich jetzt wieder gerade hin und her schickt. Ach, hör doch auf jetzt erstmal. Hauptteile. Warum? Muss ich jetzt echt tatsächlich die Aufgabe machen, was ich nach Hogsmeade darf? Professor Weasley ist ein Erdbeer. Ist was drin? Ich weiß es einfach. Ich will da Hogsmeade. Das ist der Gedanke dahinter zumindest heute. Ah, genau. Hier sind wir richtig. Ich erinnere mich an die summende Rüstung. So, warte mal. Was willst du jetzt von mir? Ach, das ist Nutty. Ich darf tatsächlich nicht... Darf ich jetzt noch nicht zu Nutty? Cool, ich krieg legendären Umhang. Okay, ich darf tatsächlich doch nicht zu. Es ist tatsächlich doch gesperrt. Das heißt, wir müssen. Nicht so weit. Gut, okay, dann müssen wir das noch ein andermal machen. Ich will doch. Aber nein, das Spiel lässt gerade uns noch nicht nach Hogsmeade gehen. Ich will aber. Warte mal. Gut, dann melden wir uns erstmal bei Professor Ronan wegen der Hausaufgabe. Schade, Schokolade. So ist das aber mal ausnahmsweise. Na da. Oh, ich bin mal gespannt, wenn wir in Hogsmeade sind, dass wir uns da vielleicht mal ein bisschen umgucken können und alles drum und dran. Also das Spiel wird so viel noch für uns im Petto haben. Ich bin ziemlich sicher. Und spätestens wenn wir dann wirklich dann immer mal die Unverteidigten lernen. Da, gehen wir erstmal zu Professor Ronan. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Okay, wir kriegen Reparo.
Ja gut, das wissen wir ja, wofür die Aufgaben sind, um weitere Sachen machen zu können. Aber das werden wir uns trotzdem mal erklären lassen. Reparo erst Aufgaben abschließen. Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Dann schließen wir die Aufgaben mal ab. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. So. Auftrag gestartet, Professor Rollins Aufgabe. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Jetzt frage ich mich gerade auch, wo das... Sammle das fliegende Blatt in der Nähe der zerbrochenen Statue ein, sammle das fliegende Blatt im Turm für die Verteidigung gegen die dunklen Künste ein. Okay. Okay. Gut. Zerbrochene Statue. Das ist doch hier. Aber was ist das denn, das Blatt? Da oben. Komm ich da ran? Nee, komm ich nicht ran. Ach, warte mal, ich kann ja Accio wählen, ne? Hab ich's. So, perfekt. Dann haben wir zumindest die Aufgabe schon mal eingeschlossen und wir werden uns das andere Blatt jetzt auch noch holen. Okay, gut zu wissen. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei Assassin's Creed. Ein fliegendes Blatt sein. Ja. Wo ist denn das? Das komme ich doch noch. Ich bin frage, ob ich das hinkriege. Wo ist denn das Blatt? Das muss ja hier oben irgendwo sein. Da ist es. Hab's. Gut, dann haben wir das auch. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben Ihnen nichts. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. So, dann sollen wir jetzt die Statue wahrscheinlich machen. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Gelernt. Reparo. So, jetzt dürfen wir wahrscheinlich die Statue... Bei der Herstellung des Zauber wieder Reparo kannst du brauchen Objekteteile wieder in der Umgebung reparieren. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Ja. Angeblich stellt sie Herzschmerzen an. Vielleicht hat sein Verlassen etwas zu sehr aufgebracht. Kriegen wir dafür nichts, ne? Doch, einen Auftrag, der abgeschlossen wurde. Und wir sind Stufe 3. Cool. So, wunderbar. Kann ich die angreifen? Nö. Okay, ich wollte nur was testen. Ich hätte ihn jetzt natürlich nicht wirklich angegriffen. Oder, beziehungsweise wollte schon, aber... Nun ja. Egal. So, was haben wir als nächstes für eine Aufgabe? Darf man Hogsmeade jetzt oder was? Willkommen in Hogsmeade. Wir dürfen tatsächlich jetzt endlich. Jetzt dürfen wir endlich nach Hogsmeade. Sehr cool. Triff Natty in der Nähe des Eingangs von Hogwarts. Das würde ich sagen, machen wir jetzt auf jeden Fall auch noch. Dann haben wir nur eine kleine Folge gemacht. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, schon in der letzten dieser Folge nach Hogsmeade zu gehen, aber nein. Das Spiel sagt dann, ist nicht, aber jetzt darf ich dann tatsächlich endlich. Und da freue ich mich drauf. Alles klar, ach, hier können wir uns jetzt nicht mal ausruhen und hinsetzen oder was auch immer. Meine Tante hat. So, dann gehen wir mal zu Natty.
Okay, ich dachte, ich könnte hier irgendwas kaputt machen. Schau mal nicht. Ja. Immer dann, wenn die Rüstung summt, weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg nach Hogsmeade. Und ich hoffe, dass wir vielleicht dann irgendwann mal porten könnten. Wie Flohnetzwerk und so. Gut, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem Weg nach Hogsmeade.